Hallo und recht herzlich willkommen zur Lände TV Fußballshow. Wir beginnen gleich in der Regionalliga West. Dort stand das absolute Schlagerspiel auf dem Programm. Der FC Dornbirn traf auf der Birkenwiese auf Wattens. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten. Topspiel der Runde in der Regionalliga West. Spitzenreiter WSG Wattens gastierte bei Verfolger FC Mohren Dornbirn. Die Vorarlberger ganz in Rot zeigten von Beginn an wenig Respekt und versuchten nach vorne zu spielen. Bereits nach 2 Minuten dann auch die erste Chance. Dold probierte es, schoss aber drüber. 7 Minuten waren gespielt, da legte sich Pranter den Ball zu rechts. Er brachte die Kugel zur Mitte. Steinlechner schaltete schneller als die komplette Dornbirner Abwehr und Hörtnagel versenkte das Leder in den Maschen. Die Gäste aus Tirol führten 1:0. Die Gastgeber aber keineswegs geschockt. Das Heil wurde weiter in der Offensive gesucht. Hirschbühl setzte sich hier im Strafraum durch, sein Schuss aber kein Problem für Wattenskeeper Oswald. Die Partie eine offene Angelegenheit. Die Gäste plötzlich über die linke Seite. Pranter spielte zur Mitte. Cengiz brachte den Ball nicht weg. Toplic scheiterte aber in die Bisi. Kurz vor der Pause dann noch ein weiterer Angriff der Salmayer Elf. Stanojevic wurde auf der rechten Seite tief geschickt. Brachte den Ball pfannenfertig zur Mitte. Hirschbühl stand goldrichtig. Oswald aber mit einer Glanzparade. Es blieb beim 0:1. Ja, das Spiel verläuft so, wie uns wir das vom FC Dornbirn vorgestellt haben. Mit Wattens eine sehr, sehr starke Mannschaft und eine sehr effiziente Mannschaft. Und man sieht es am Spielstand 1:0 durch eine Chance in der 7. Minute. Aber ich glaube, wir werden dagegenhalten und in der 2. Halbzeit den Ausgleich zumindest noch machen. Jetzt sind Sie ja Vorstand. Was verbindet Sie denn mit dem FC Dornbirn? Ja, das langjährige als Fußballfan und selber Spieler früher in Oberösterreich. Es ist eine große Leidenschaft, die bei uns in der Familie liegt. Ist das auch der Grund, warum Opel Gerster die Mannschaft so tatkräftig unterstützt? Und nicht nur ist das der Grund, sondern vor allem wollen wir hier in Dornbirn auf der Birkenwiese guten Fußball sehen. Aber auch die Nachwuchsarbeit liegt uns sehr am Herzen. Es trainieren ja bei uns auf der Birkenwiese mehr als 200 Kinder und Jugendliche und die sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugend liegt uns sehr, sehr am Herzen. Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Der FC Dornbirn drückte auf den Ausgleich. Stanojevic erneut mit der guten Flanke, Oswald aber einmal mehr ohne Probleme. Dann die Gäste aus Wattens mit einem Freistoß in den Strafraum. Erneut konnten die Hausherren nicht wirklich klären. Stojakovic war zur Stelle, er traf aber nur den Pfosten. Glück also für den FC Dornbirn. Die Partie auch in weiterer Folge ein echter Leckerbissen für die Fans. Nun waren wieder die Rothosen am Zug, Ribeiro hier im Strafraum mit dem schönen Alleingang und mit dem guten Abschluss. Wieder hielt Oswald aber seine Hände entscheidend dazwischen. Die Vorarlberger waren also dran am Ausgleich und der FC Dornbirn hatte wenig später auch einen Mann mehr auf dem Platz. Reiter schon mit Gelb vorbelastet, hier viel zu ungestüm, die logische Folge Gelb-Rot. Wattens also nur noch mit 10 Mann. Die Hausherren also mit viel Platz, aber zunächst mit wenig Ideen. Erst kurz vor Schluss ging es dann nochmals in Richtung Gästetor. Demircan mit dem guten Auge und der perfekten Flanke. Wieder kam Hirschbühl zum Kopfball, er traf aber nur das Außennetz. So verlor der FC Dornbirn das Spitzenspiel gegen Wattens mit 0:1. Also ich bin mit meiner Mannschaft mehr als zufrieden. Das war echt ein Spitzenspiel. Wir haben das Spiel über weite Strecken sogar beherrscht. Wir haben auch die eine oder andere tolle Chance rausgespielt, haben das Tor nicht gemacht. Ich möchte jetzt nicht sagen unvermögend, sondern Tor hat er gut gehabt. Für mich nur enttäuschend ist die Schiedsrichterleistung. Dass man in einem Spitzenspiel so einen Schiedsrichter herstellt, das ist mir unbegreiflich. Der hat so einseitig gegen uns pfiffen, das ist mir eigentlich in meiner Karriere nicht oft vorgekommen. Ja, natürlich nach dem Spiel direkt ist die Stimmung sicher nicht so gut, aber wir können trotzdem zufrieden sein. Also bis jetzt die Meisterschaft ist sensationell verlaufen und wir sind sicher gleich gut wie Wattens, weil heute hat nur ein Mann das verhindert und das war der 12. der Schiedsrichter. Musik
Wattens entführt also alle drei Punkte aus der Birkenwiese in Dornbirn. Wir kommen nun zum zweiten Spiel der Regionalliga West. Dort stand ein Länderderby auf dem Programm. Die Alltag Amateure trafen zu Hause auf den FC Hart. Ein weiteres Länderderby stand in der Regionalliga West auf dem Programm. Die Alltag Amateure bekamen es in der Cashpoint Arena mit dem FC Hart zu tun. Die Hausherren in Weiß-Schwarz mit dem besseren Start. Moses hatte freie Schussbahn, der US-Legionär verfehlte das Tor aber deutlich. Dann die Gäste aus Hart, zunächst mit dem kurz abgespielten Eckball, dann brachte Ellensohn den Ball zur Mitte. Fendt im Altacher Tor verschätzte sich, aber Fink traf hier nur den Pfosten. Danach wieder die Altacher, gut wurde kombiniert, schlussendlich landete der Ball bei Moses, der wurde aber im letzten Moment von Dürr gestoppt. Die Altacher forderten Elfmeter, Schiedsrichter Schörgenhofer ließ aber weiterspielen. Die Hausherren danach einfach besser in der Partie und vor allem effizienter im Abschluss. Dorter mit dem guten Ball auf Umjenovic, der nahm die Kugel toll mit und hielt einfach drauf. Das war die Führung. Altach gegen den FC Hart stand 1:0. Gespielt waren 30 Minuten. Wir sind schon kurz vor der Halbzeit, wieder die Elf von Coach Peter Jakubetz im Angriff. Moses setzte sich auf der rechten Seite durch, flankte zur Mitte, Feuerstein traf aber nur die Querlatte. Altach blieb am Drücker und hatte nur wenig später die nächste dicke Möglichkeit. Dort prüfte Tür, im Nachschuss schob Feuerstein die Kugel vorbei. Pausenstand also 1:0 für die Altach Amateure. Die Hausherren bestimmten zunächst auch im zweiten Abschnitt das Geschehen. Bachstein probierte es hier per Absatztrick, Dürr rettete aber kurz vor der Linie. Dann für einmal die Gäste des FC Hart. Ellensohn mit dem guten Wechselpass, Scheifler setzte sich gegen Moses durch, spielte perfekt in die Gasse und Sutter ließ sich nicht zweimal bieten. 1:1 Ausgleich in der 58. Spielminute. Noch war aber eine Menge Zeit und die Altacher steckten nicht auf. Domik brachte den Eckball zur Mitte, Bachstein stieg am höchsten und wieder führten die Hausherren. Die Gastgeber setzten dann sofort nach, Moses hier mit der Flanke, Wenzel konnte nur kurz klären, Dorter war zur Stelle und schob das Ding ganz überlegt in die Ecke. Neuer Spielstand in der Cashpoint Arena, 3:1 für die Altach Amateure. Noch gaben sich die Harder aber nicht geschlagen, die Marder-Elf spielte weiter nach vorne und wurde fast belohnt. Sutter verfehlte das Tor hier aber knapp. Kurz vor Schluss hatten dann auch die Amateure noch eine weitere Möglichkeit. Domuzetti startete hier einen tollen Sololauf, wurde aber in letzter Sekunde entscheidend gestört. Und so endete das Derby zwischen den Altach-Amateuren und dem FC Hart mit 3:1. Ja, die Stimmung ist sehr gut, also geht jetzt auf. Jetzt haben wir in der letzten Zeit halt ein bisschen Pech gehabt. Der Sieg heute war wichtig und die Stimmung ist jetzt super, eigentlich, wie sie vorher war. In 45 Minuten haben wir einen guten Fußball gespielt. Muss sagen, da haben wir auch die eine oder andere Chance liegen lassen. Von der Spielanlage her waren wir, denke ich, deutlich überlegen. Wir haben viel mehr Ballbesitz gehabt. Zweite Halbzeit bin ich nochmal zufrieden. Da haben wir kurioserweise komplett den Faden verloren. Und das, obwohl Hart jetzt nur eine kleine, also ein bisschen offensiver gespielt hat, ein bisschen mehr gepresst hat. Dort fehlt uns dann schon der eine oder andere routinierte Spieler, der das Ganze noch mehr in die Hand nimmt. Da ist der Alex dort dann oftmals der Einzige und ja, das ist ein kleines Problem. Die Altach Amateure gewinnen also das Keller-Derby gegen den FC Hart mit 3:1 Toren. Die Tabelle der Regionalliga West. Es führt dort Wattens nach 26 Spielen mit 64 Punkten, auf Platz 3 Dornbirn mit 54 Zählern, auf Rang 11 die Altach Amateure mit 30 Zählern und auf Rang 13 der FC Hart mit 29 Punkten. Bei uns geht's weiter und zwar in der ersten Landesklasse. Auch dort stand ein Derby auf dem Programm. Der SK Brederis traf zu Hause auf TSV Altenstadt. Oberlandsderby war in der ersten Landesklasse angesagt. Der Metzler-Werkzeuge SK Brederis in Blau traf auf die Nachbarn des TSV Altenstadt. Die Gäste gleich von Beginn an mit viel Druck. Hilmaz nach 2 Minuten mit dem Freistoß tief in den Bresner Strafraum. Die Abwehr konnte aber klären.
Danach die Hausherren Uja mit dem Freistoß, Yilmaz klärte nur halbherzig und Gächter probierte es, sein Schuss aber deutlich vorbei. Altenstadt blieb gefährlicher, Engel Jähringer hier mit dem guten Querpass, Schneckenreiter probierte es mit dem Abschluss, Ender im Bresner Tor hielt aber sicher. Die Gäste blieben weiter am Drücker, gut wurde durch das Mittelfeld kombiniert und Sturm schlussendlich mit dem guten Pass, Schneckenreiter mit dem Abschluss knapp am Tor vorbei und mehr kam einen Schritt zu spät. Es blieb beim 0:0. Wir sind in der 14. Minute, Altenstadt mit dem Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Der Ball landete bei Sturm, der durfte sich ungehindert drehen, hatte quasi einen Freifahrtschein und durfte dann noch ungehindert abschließen. Altenstadt führte in Brederis mit 1:0. Die Hausherren wachten danach auf. Gächter mit dem Ball tief in den Strafraum, Sönmez auf einmal völlig frei, er verfehlte das Tor aber deutlich. Eine halbe Stunde war auf dem Sportplatz in Brederis rum, da hatten die Gastgeber Freistoß. Uja mit dem gefühlvollen Heber und Marlin köpfte das Leder in die Maschen. Der Treffer zählte aber nicht, Schiedsrichter Uschan sah eine Abseitsposition. Nichts war es also mit dem Ausgleich, aber Brederis nun mit mehr Selbstvertrauen. Wölbic über die rechte Seite, seine Hereingabe fand keinen Abnehmer. Bojakci umspielte aber Jäger, aber auch seine Hereingabe wurde entschärft. 0:1, also der Pausenstand. Rein in die zweite Halbzeit und wieder Altenstadt mit der ersten Chance. Schneckenreiter wurde von Engel Jähringer bedient, Ender hielt aber sicher. Wir schreiben schon die 81. Minute, Čatić mit dem langen Ball, Bojakci im Strafraum gegen Berger, der Bresner fiel und Schiedsrichter Uschan pfiff Elfmeter. Die Gästespieler verstanden die Welt nicht mehr. Das Duell hieß nun Sönmez gegen Berger, der Bresner Goalgetter ließ nichts anbrennen und versenkte die Kugel trocken im Tor. Neuer Spielstand 1:1. Die Partie danach eine offene Angelegenheit. Beide Teams spielten auf Sieg, Altenstadt aber mit der ersten Chance. Schneckenreiter auf Linz, der auf Engel Jähringer. Aber die Bresner Abwehr konnte mit vereinten Kräften klären. Wenig später aber Eckball für die Gäste. Der Ball segelte zur Mitte, Linz völlig frei und wieder führte Altenstadt. 2:1 der Zwischenstand nach 90 Minuten. Noch war die Partie aber nicht zu Ende. In der Nachspielzeit hatte Brederis noch eine Möglichkeit. Gächter mit dem Freistoß aufs kurze Kreuzig. Yilmaz klärte aber. Und so verlor Brederis gegen Altenstadt 1:2. Ja, wenn wir das Spiel jetzt gesehen haben, wir haben natürlich schon den Wunsch gehabt, dass wir Altenstadt mindestens einen Punkt abnehmen oder vielleicht sogar gewinnen. Wir waren davon überzeugt, dass wir dann einen ordentlichen Fight bieten. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube, schlussendlich wäre unentschieden gerecht gewesen. Aber das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Wir haben heute leider einen Tormannfehler gehabt, glaube ich, bei der letzten Szene. Und so ist Altenstadt doch zum recht glücklichen 2:1-Sieg gekommen. Okay, Auto Meier war der Spielsponsor heute. Wie wichtig sind die Sponsoren für den Verein? Natürlich sind Sponsoren für jeden Sportverein wichtig. Mit dem Auto aus Kia Meier verbindet uns schon eine dreijährige Partnerschaft. Und heute ist der Spielsponsor für das heutige Ländle TV-Übertragungsspiel. Was sind die weiteren Ziele jetzt noch für den Rest der Saison? Ja, ich denke, unsere Mannschaft hat es jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher schon geschafft, dass wir die Liga halten möchten. Das war unser Ziel. Wir nehmen jetzt alles noch mit, was noch kommt. Wir versuchen natürlich noch einige tolle Spiele zu machen, einige Punkte auch noch zu machen. Und wir denken, wir sind auf einem guten Weg. Sonst geschäftlich haben wir heute noch zwei Großveranstaltungen. Wir haben nächste Woche da in Brederis den Champions Day. Wir haben zwei Akademiemannschaften da bei uns. Wir haben ein U7-Turnier. Und dann im Anschluss die Champions League-Übertragung von Bayern München gegen Chelsea London. Und eine Woche später, Pfingstsonntag, das 10. traditionelle Sionär-Turnier mit 20 Mannschaften. Da hoffen wir, dass sehr viele Zuschauer kommen, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Am Fußballplatz Spiele anschauen mit Frauen und Männern, Jux-Turnier. Wir haben ein Flutlichtfinale, ca. um 22 Uhr. Wir haben ein kleines Feuerwerk. Und wir denken, dass wir da für die Bresner Bevölkerung eine tolle Veranstaltung auf die Füße gestellt haben. Wir hätten einen Punkt sicher verdient gehabt. Aber leider Gottes, so ist Fußball. Bis zum letzten Moment konzentriert sich. Da sind wir nicht konzentriert und dran 2:1. Aber ich bin stolz für die Mannschaft. Sehr gut gekämpft. Zweite Halbzeit sind wir einfach die bessere Mannschaft gewesen. We'll be right back.
Altenstadt gewinnt also das Oberland-Derby der ersten Landesklasse beim SK Brederis mit 2:1. Die Tabelle der ersten Landesklasse. Dort führt Langen nach 21 Spieltagen mit 45 Punkten, auf Platz 2 Altenstadt ebenfalls mit 45 Zählern und auf Rang 9 Brederis mit 27 Punkten. Das war's von der Fußballshow für diese Woche. Bei uns geht's nach nur einer kurzen Werbeunterbrechung mit Handball weiter. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten.